Moin Freunde, was geht und willkommen zu diesem Video. Im heutigen Video will ich euch zeigen, wie man auf dem Jutsu-Simulator Mods installieren kann, zum Beispiel für dieses Game. Ihr seht hier, ich habe hier ein paar Mods und ich will euch heute mal zeigen, wie man das genau machen kann. Ich zeige euch nicht, wie ihr dieses Game bekommt, denn es ist illegal und ich empfehle es nicht wirklich, es zu machen. Aber trotzdem könnt ihr es euch holen. Also, ich zeige euch heute, wie man das macht. Zuallererstens geht ihr hier ganz normal auf Google. Ja? Dann geht ihr zu Game Banana. Dann gebt das so ein. Dann kommt ihr hier zu dieser Website. Dann geht ihr auf Mario Odyssey. Und ich muss hier noch den Game-Namen angeben. Sprich, Super Mario Odyssey. Genau. Und wenn wir sagen, das ist Mario Odyssey so hier. Und keine Ahnung, ich würde so einfach sagen, wir nehmen jetzt dafür einfach das hier. Ja, das sieht gerade am besten aus. Müsst ihr mal auch schauen, wenn es steht, für welche Version es ist. Steht jetzt aber natürlich nicht. So, dann downloadet man das. Download. Da. Dann seht ihr, downloadet das da. Wartet man vielleicht so 10, 20 Sekunden. So, dann ist das fertig. Dann öffnet man das Ganze. Und dann hat man das hier. So. Ich habe jetzt. Dann geht man hier zu Jutsu. Dann sieht man hier das da. Das Mod-Verzeichnis. Ich habe mir das hier so selber angeheftet. Ihr seht, wenn ich da drauf klicke, komme ich auch zum Mod-Verzeichnis. Ich empfehle euch, das hier anzusetzen, denn das ist wirklich super einfach. Und ja, dann macht ihr hier einen neuen Ordner und nennt jetzt mal, keine Ahnung, Remix. Dann öffnet ihr hier und schaut immer, ob es da noch was drin hat. Aber hier ist jetzt nichts drin. Dann nehmt ihr den ROMFS Ordner und lasst ihn da reinsetzen. Normalerweise ist ein ROMFS Ordner immer hier drin, aber sonst geht ihr einfach auf Neu. Geht da rein und packt einfach alles vom ROMFS Ordner oder einfach die Sache, die da drin ist, und packt einfach da rein. Ja, dann könnt ihr das Game starten und dann solltet ihr es eigentlich haben. Wir schauen es mal ganz kurz nach, ob wir es haben, und ja, dann war es mit dem heutigen Video. Ja, wollte ich einfach nur zeigen, wie ich die Mods installiere, die Mods, und ja. Dann war es auch schon. Super Mario Odyssey! Seht, es funktioniert. Ja. So, und damit sieht man, wie man Mods installieren kann. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Denn für morgen gibt es ein sehr, sehr cooles Video.